In dieser Folge täglich größer Hundetrainer wollen wir uns mal mit der Frage auseinandersetzen, wie kann man Hund und Katze zusammenführen? Das hat einer von euch gefragt. Habe ich Tipps dazu? Ich möchte einen Hund aus dem Tierheim übernehmen. Wir haben aber zwei Katzen zu Hause. Wie gehe ich damit am besten um? Wie gewöhne ich die Tiere aneinander? Das ist das Thema heute. Los geht's. Bevor wir ins Thema einsteigen, eine kurze Erinnerung. Wenn euch die Videos gefallen oder helfen, dann liked sie und teilt sie gerne mit Freunden. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert den Kanal oder schenkt uns doch mal einen Sticker für 1 €. Das geht nämlich bei YouTube auch. Unten über Superchat oder Sticker könnt ihr uns auch kleinere Spenden zukommen lassen. So könnt ihr unseren Kanal unterstützen und wir können weiterhin kostenfreie Videos für Hundehalter anbieten. Jetzt kommen wir aber zum Thema an sich. Wie kann ich Hund und Katze vergesellschaften? So würde man es fachlich ausdrücken. Das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig und sehr, oh, du hängst mit meinem Mikrofon, sehr schwierig, das jetzt pauschal zu beantworten, weil die Katzen da eine große Rolle spielen. Es gibt Katzen, die rennen einfach beim ersten Anblick vom Hund panisch weg und dann ist der Umgang natürlich ein bisschen anders, als wenn das einfach ein cooler Kater ist, der auf der Couch oder auf dem Schrank sitzen bleibt und sich das erstmal anguckt. Da ist der Unterschied sehr, sehr groß, wie die Katzen damit umgehen. Aber ich habe mal ein Video dazu gemacht, wie man Hunde und Katzen vergesellschaften kann. Und diese drei alltäglichen Tipps oder allgemeinen Tipps, die gelten fast für alle Hunde und Katzen in Kombination. Wenn ihr euch einen Hund zulegen wollt, am Ende des Videos gebe ich euch auch noch einen Tipp, welche Hundetypen in Anführungsstrichen vielleicht mit so einer Situation mit der Katze zu Hause besser klarkommen, wenn man sich darüber informieren will. Da war eine Spinne. Wenn man sich darüber informieren will, wo kriege ich einen Hund her, der vielleicht zu meinen Katzen passt. Aber kommen wir erstmal zu den Tipps an sich. Ich möchte das jetzt nicht mal so komplett ausführen, aber ich mache es ein bisschen kürzer. Es gibt drei Dinge, die ein soziales Gefüge, ein Rudel, eine Hundegruppe zusammenschweißen. Das ist gemeinsam fressen, gemeinsam jagen, gemeinsam schlafen. Und genau diese drei Dinge würde ich auch immer empfehlen, mit den Katzen zu machen. Gemeinsam jagen ist ein bisschen schwierig, vor allem dann, wenn ihr keine Freigänger Katzen habt. Aber lasst es mich euch erklären. Der erste Tipp ist gemeinsam fressen. Und das kann ich wirklich sehr einfach durchführen. Ihr müsst allerdings den Katzen vielleicht so ein bisschen den Alltag verändern. Denn vielen Katzen steht den ganzen Tag das Futter zur Verfügung. Sie können da jederzeit rangehen. Ich möchte, dass ihr das ändert für die Zeit der Gewöhnung. Später könnt ihr das gerne wieder machen. Ich möchte, dass die Katzen und der Hund zum gleichen Zeitpunkt fressen. Das kann sein, das Futter morgens oder abends. Das kann aber auch sein, wenn ihr mit dem Hund gerade irgendetwas trainiert, dass ihr auch für die Katze ein paar Leckerchen übrig habt. Und dann macht ihr das ganz einfach so. Als Beispiel, ihr füttert euren Hund in der Küche, dann füttert ihr die Katze auch, aber vielleicht in der Küche auf der Anrichte, dass sie ihre Ruhe habt. Dann kriegt die Katze ein bisschen Thunfisch aus der Dose oder so, irgendetwas, das sie gut findet und lecker findet. Den Hund könnt ihr jederzeit in jeder dieser Varianten natürlich über die Leine absichern, dass er die Katze nicht erschrecken oder ärgern kann und so weiter und so fort. Das Ganze gilt also immer so ein bisschen unter dem Regenschirm der Sicherheit. Wir wollen natürlich für die Katze und für den Hund eine gewisse Sicherheit bieten. Und dann schaut ihr einfach, dass die morgens und abends gemeinsam fressen. Und wenn ihr jetzt mittags mit dem Hund zu Hause ein paar Tricks übt, dann könnt ihr auch mit der Katze ein klein wenig was machen. Ja? Das heißt, der Hund ist auf dem Boden und ich mache mit dem Sitz und Platz und die Katze ist vielleicht auf dem Schränkchen und kriegt da auch ein bisschen was zu futtern. Könnt ihr das auch so ein Schälchen hinstellen, dass sie was essen kann, während ihr mit dem Hund trainiert. Wichtig ist also zusammen fressen. Das ist schon mal etwas, das ein Sozialgefüge zusammenhält, denn das ist sehr, sehr wichtig für Mutter Natur, Futter. Zweitens, gemeinsam jagen. Das ist ein bisschen schwieriger, vor allem dann, wenn ihr keine Freigängerkatze habt. Aber wenn ihr eine Freigängerkatze habt und die will eh gerade raus in den Garten oder vor die Tür, dann versucht doch mal gemeinsam den Spaziergang zu starten. Dass die Katze sich dann irgendwann absetzt oder stehen bleibt, ist eine andere Geschichte. Aber wenn ihr das könnt, ist das natürlich umso effektiver, eine Zeit lang mit der Katze draußen unterwegs zu sein. Das Ganze funktioniert natürlich nur, genauso wie der erste Tipp, wenn euer Hund nicht komplett eskaliert, sobald er eure Katze sieht. Das ist natürlich dann ein Sonderfall, der schwierig ist. Aber wenn euer Hund nur neugierig ist, aufgewühlt ist, aufgeregt ist, vielleicht die Katze anbellt oder hinterherrennen will zum Spielen, dann sind diese beiden Dinge, gemeinsam fressen, gemeinsam jagen, auf jeden Fall eine Option. Und der dritte Tipp ist der, den man immer machen kann. Das ist der wichtigste und einfachste, gemeinsam schlafen. Das heißt, selbst wenn eure Katze Angst vor eurem Hund hat und sich von mir aus den ganzen Tag im Schlafzimmer verkriechen wollen würde, das müsst ihr versuchen zu verändern. Ich möchte, dass ihr dann, egal ob im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, im gleichen Zimmer schlaft. Und zwar so, dass die Katze nicht raus kann. Den Hund sichert ihr ab über eine Box, über die Leine, wenn ihr den zum Beispiel am Bett festmacht oder festhaltet oder. Und die Katze kann auf ihrem Kratzbaum oder auf dem Schrank schlafen. Das ist egal. Ich möchte, dass die im gleichen Raum schlafen. Und zwar immer so, dass natürlich die Katze abgesichert ist, dadurch, dass der Hund da nicht rankommt. Ihr könnt da mit der Box arbeiten oder mit der Leine. Wie gesagt, das sind die einfachsten Varianten. Wenn ihr es schafft, regelmäßig diese drei Dinge, gemeinsam fressen, gemeinsam jagen, gemeinsam schlafen,
irgendwie zusammen zu tun, dann werden die sich aneinander gewöhnen in den allermeisten Fällen. Kommen wir jetzt zu diesem Sonderfall, dass euer Hund einfach so dermaßen durchtritt, sobald er andere Tiere oder eure Katzen sieht, dass er kaum ansprechbar ist, dann solltet ihr euch einen Trainer dazu holen, der euch unterstützt. Ey, du sollst ihn in Ruhe lassen. Mann, ich zieh dir die Löffel lang. Ich knot dir deine Ohren oben über den Kopf zusammen, wenn du das nochmal machst. Hör doch auf, den zu ärgern, ey. Also dann schnappt euch einen Trainer, der euch unterstützt. Denn wenn es wirklich in einen Bereich geht, wo ihr sagt, mein Hund ist so wild, so laut und bellt so doll oder jagt richtig der Katze hinterher, dann sollte man sich das live vor Ort angucken. Denn es geht immerhin um die Unversehrtheit oder die Gesundheit eurer Katze im Zweifel. Ja? Dann solltet ihr nicht übers Internet Tipps suchen. Die Tipps, die ich euch jetzt gegeben habe, sind für so Zusammenführung von Welpe mit Katze ganz gut geeignet oder von Hunden, die man aus dem Tierheim vielleicht mal zum Test mit nach Hause bringt und so weiter und so fort. Und dann für die erste Zeit. Ja, das geht nicht bei allen Hunden, ist ganz wichtig. Und zu guter Letzt jetzt noch der kleine Tipp, was kann ich denn tun oder welche Hunde sind denn geeignet für meine Lebenssituation? Ich wohne so und ich habe eine Katze und die ist, ich sag mal jetzt, nicht ultra ängstlich, sondern eher neutral mit Hunden. Wo kriege ich einen Hund her, der vielleicht mit Katzen gut geübt ist? Und hier kommt jetzt ein kleiner Geheimtipp. Hunde aus dem Auslandstierschutz im, ich sag mal, Osteuropa, Ostblock, Rumänien, Bulgarien, sind ganz häufig Hunde, die in diesen Tierheimen auch mit Katzen gehalten wurden. Also in Rumänien ist das nicht ungewöhnlich, dass Hunde und Katzen quasi zusammenleben. Nicht jeder Hund, der in einem rumänischen Tierheim aufwächst mit Katzen, kommt gut mit Katzen klar. Aber sehr viele Hunde, also tendenziell mehr als unsere Rassehunde, Adel, Labrador, Wischler, die vom Züchter kommen. Nicht jeder Hund kann das mit Katzen gut, aber tendenziell deutlich mehr. Das heißt, wenn ihr einen jungen Hund aus dem Auslandstierschutz adoptieren wollt und Katzen habt, dann habe ich die besten Erfahrungen mit Rumänen gemacht. Das tatsächlich klingt bescheuert, aber die kommen damit meistens gut klar, weil was die Hunde können, ist sehr, sehr gut mit anderen Tieren. Also hauptsächlich mit Hunden und mit Katzen zum Beispiel. Ja, in dem Tierheim, wo ich mal gearbeitet habe in Rumänien, gab es auch Kühe und Schweine. Was die nicht so gut können, ist der Umgang mit Menschen, weil da sind die dann nicht so geübt. Aber das muss man dann halt trainieren und das kann man auch ganz gut trainieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, das hilft euch vielleicht, eure Katzen und den Hund aneinander zu gewöhnen und ein bisschen zusammenzubringen. Ich kann euch jetzt keine Pauschalantwort geben, die jedem von euch hilft. Dafür ist es einfach auch ein zu heikles Thema, wenn euer Hund da sehr, sehr energievoll an die Sache rangeht. Denn es geht hier immerhin um die Gesundheit oder aber auch mehr eures Katers, eurer Katze. Braucht ihr mehr Hilfe oder hilft euch das nicht, dann sucht euch bitte einen Trainer, der euch zu Hause unterstützt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Ich wünsche euch einen schönen Tag und abonniert den Kanal oder schenkt uns doch mal einen Sticker. Ich bin raus. Tschüss.